Heute gibt es Möhrensalat Deluxe. So lecker, so einfach und so geht's. Du schälst einmal Möhren mit einem Sparschäler in dünne Scheiben. Kannst du auch anders klein schneiden. Ich finde es so optisch viel schöner. Dann einmal Äpfel vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in dünne Scheiben schneiden. Genau so sieht's aus. Das Ganze zusammen in eine Schüssel geben, dann noch eine rote Zwiebel in feine Streifen schneiden, auch mit in die Schüssel hineingeben. Das Ganze jetzt einmal gut würzen mit Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dann noch Balsamico-Essig dazugeben, etwas Süße und Zitronensaft. Jetzt den Salat einmal gut durchmixen. Ich mache es am liebsten gleich in der Schüssel und dann Fetakäse in grobe Würfel schneiden, die Würfel auch mit auf den Salat geben und jetzt hier lecker glatte Petersilie, richtig viel davon klein schneiden und dazugeben, einmal gut unterheben und jetzt noch etwas für den Crunch, Sonnenblumenkerne als Topping auf den Salat und schmecken lassen.